Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf dem Kanal. Und zwar Police Simulator Patrol Officers mit der Skadi zusammen. Hallöchen, einen wunderschönen Tag, werter Kollege. So, jetzt hier, erstmal vom Schreibtisch aufstehen. Na, wie geht's Ihnen? Ja, bestens, danke schön. Fühlen Sie sich fit für den Tag heute? Du hast aber eine wilde Frisur. Ja. Stehen einfach so ab. Na egal, wir schauen heute mal zusammen bei Police Simulator Patrol Officers rein. Skadi findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, meine Lieben. Und wir haben unsere erste Schicht gestartet. Das heißt, ein paar witzige Sachen werden auf uns zukommen, oder? Ja, mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit. Wir möchten Drogenhändler finden. Drogenhändler? Ja. Du bist gleich richtig rein. Aber sowas von. Aber hallo, na komm, dann lass uns mal unser Auto nehmen. Moin moin, grüße euch. Oh, hier. Oh, wir haben noch einen Unfall. Unfallunterstützung? Ja. Können wir auch machen. Wie du willst. Ich übernehme das. Guck mal, ich nehme das große Auto, du nimmst das kleine. Wieso nehme ich das kleine? Steht hier. Ja, gut, ist kein Problem, nehme ich das kleine. Ich dachte, wir gehen zusammen auf Dings, ja? Aber nee, gut. Ich folge dir doch. Nee, ich folge das. Dann nehme ich das kleine Auto, ist kein Problem. Ja, hast du schon, hast du angenommen? Ich habe den Unfall, ja. Also gut. Vielleicht möchte ich auch sehen, wie du fährst. Wie soll ich denn fahren? Müssen wir... Skadi, bist du doch... Achso, wie mache ich denn Blaulicht an? 1, 2 und R. Also 1, 2 ist irgendwie Licht, Blaulicht und so weiter und R ist, Okay, ja. Alles klar. Nicht wundern, die Autos springen dann auch gerne sehr schnell zur Seite, wenn du das so irgendwie machst. Also die sind, ja. Waren wir richtig? Ja. Aber wieso macht ihr... Eins? Ich guck mal, eins. Zwei, ach eins. Hier. Genau. Ja, Mann. Geil. Mit Martinson und Dings. Auf zum Einsatz. Weg da. Ja. Mit euch. Gott, du bist voll schnell. Oh mein Gott, wie schnell. Gott. Du bist weg. Oh mein Gott. Der Smart geht auch. Hallo, ist ein Bravo Smart. Das Ding geht richtig. Oh, guck mal, jetzt gekracht. Aber zu dem müssen wir ich nicht. War's hier, nicht. Hier. Okay, ich lasse das Blaulicht mal an. Ich glaube, wenn ich du sagen. Aussteigst, müsste es ausgehen, oder? Nee. Das bleibt an. Oh ja, Tatsache. So, wunderschönen guten Tag. Officer Lopez und, wie heißt du eigentlich? Peng Chang? Also Officer Lopez und Peng Chang ist mit der hier. Was ist denn passiert, meine Lieben? Ich mach schon mal Fotos, ja? Wie, du machst Fotos? Also ich frage mal hier den Kollegen, was passiert schön ist, schön macht ja? ihr das, ja? Genau, nochmal ein Stückchen weiter ran. Fahrzeug voll. Durchsuchen, Fahrzeug laufen lassen? Nee, ich kann den gar nicht fragen. Hä? Warte mal, dann frage ich mal den hier. Guten Tag, Sir, was ist passiert? Alkoholtest, Unfallzeugen befragen. Ich würde gerne erfahren, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Er ist geschockt. Ich muss erst mal wieder den Kopf freikriegen. Hörst du das? Ja, ich höre alles, was... Also er muss erst mal den Kopf freikriegen. Okay, ja. Der Bericht ist ausreichend. Das klingt für mich aber ganz klar nach Drogen oder Alkohol, ne? Ehrlich? Dann mache ich direkt Kontrolle mit ihm. Sicher. Ich mache erst mal Führerschein und Fahrzeugschein. So, welcher ist denn heute? Der erste, genau. Bis 25 läuft in seinen Ausweis noch. Na gut, dann passt das ja schon mal. So, Führerschein... Ablaufdatum 24. Der Chang Yung Kato, den haben wir hier. Fahrzeugtyp Viehtüre. Ach, da steht da auch drauf. Ja. Kennzeichen 6QPA60. Warte, kann ich dir gleich sagen? 6QPA60, ja. Das passt zum Beispiel schon mal. Gut, dann hier, kannst du erstmal zurücknehmen. Diese Person meidet den Augenkontakt. Oho. Durchsuchen. Durchsuchen. Was haben Sie denn hier so Schönes gemacht? Ach, nee, geben Sie mir erstmal den Ausweis. Und die Versicherungskarte, bitte. Bitte so. Sehr, Officer. Dann durchsuchen wir den mal hier, den Kollegen. So, jetzt bin ich gespannt. Servietten, Smartphone, Samthandschuh, Make-up. Oh, was hat er denn alles dabei? Samthandschuhe, ja Mensch. Siehst du, du wirst nur mit Samthandschuhen angefasst. So, na gut, Durchsuchung hat schon mal nichts ergeben. Dann machen wir noch einen Alkohol- und Drogentest. Erstmal Alkohol, mal hier ins Röhrchen pusten bitte. Der Herr. Alles klar. Pusten, bis ich sage, ne? Weiter. Gut, 0-0. Hm, ja, ist ja in Ordnung. Gut. Mhm. Dann würde ich aber nochmal einen Drogentest machen mit dem Kollegen hier. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen so, Drogen, ne? Ergebnis, THC und Amphetamin. Ja, ist da ein Plus vor? Ne, Minus. Ja, siehst du. Also, ich hätte die direkt so verhaftet jetzt. Der wäre erstmal direkt eingefahren.
So, na gut, alles klar. Der hat erstmal noch nichts weiter. Verstoß laufen lassen. Na gut, dann gehen wir mal zum nächsten. Was ist bei der Lady hier rausgekommen? Ja, die weiß nicht, was passiert ist. Ansonsten passt alles. Ich würde sie jetzt einfach mal laufen lassen. Ihr einen Unfallbericht geben. Hast du dem Typi den Unfallbericht gegeben? Achso, nee, warte, soll ich machen? Alles klar. Ja, gib ihm den mal. Den Unfallbericht. Hat er was zu lesen? Hier, bitte schön, haben Sie erstmal einen Unfallbericht. Wir dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Bitte schön. So, was ist denn mit dir hier eigentlich, Kollege Schnürschuh? Bei dir müssen wir nochmal hier Unfallbezeugen fragen. Ich bin immer noch geschockt. Sehr gut. Ich muss erstmal wieder den Kopf freikriegen. Der will erst den Kopf freikriegen, die Sau. So, dann machen wir mal Führerschein. Führerschein und Ihren Fahrzeugschein werfen, bitte. Bitte schön, Officer. Er möchte den Führerschein und Fahrzeugschein werfen, hat er gesagt. Warte, ich kann dir gleich das Kennzeichen sagen. Moment. So, warte mal. Ablaufdatum 16.04.23. Was ist denn das für ein Führerschein? Bundesstaat Franklin, Nummer. Nee, wo steht denn hier? Alessandro. Hier steht nichts mit Dings. Kannst du wechseln? Hast du nur ein Dings bekommen? Ja. Du hast nur einen Zettel bekommen von ihm. Dann fehlt ihm seine Versicherungsschein. Der hat keinen Versicherungsschein, die Sau. Ja. Ja. Und jetzt? Hä? Kannst du dafür Geld nehmen? Kannst auch mündliche Verwarnung machen, wie du das möchtest. Kann ich auch mal das Geld in die eigene Tasche nehmen? Naja, wenn das keinem auffällt. So, ich durchsuch den trotzdem mal. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Das guck mal in sein Auto. Ja. Du wirst das mal durchsucht, Junge. Genau, und meine Officer in Cheng Pang oder Pang Cheng, die guckt, dass man es aus Stöcke, Schuhe, Sprengmesser. Die mit Springmesser rumlaufen. Springmesser. Da gibt's direkt mal einen Verstoß. Der wird bestraft. Und zwar Fahrer. Kein Versicherungsschutz. Das ist schon mal Punkt 1. So, da gibt's jetzt erstmal. Ja, komm, weil ich. Nee, du hast ein Springmesser mit, gibt's Strafzettel. Jetzt das Springmesser nicht, hätte ich dich verwandt. So gibt's Strafzettel. Oh, hat der einen Waffenschein? Nee. Springmesser und Handfeuerwaffe im Auto. Festnehmen. Sofort. Ehrlich jetzt? Ja. Schelle dran. Illegaler Waffenbesitz. Mitführen einer Waffe ohne Waffenschein. So, ich lasse das Auto jetzt abschleppen. So. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Fertig. Festgenommen, die Sau. Okay, warte mal. Kann ich den Typ hier entlassen eigentlich? Wenn du ihm den Unfallbericht gegeben hast, dann geht der, ja. Sie dürfen fahren, aber nicht mit dem kaputten Auto hier, ne? Dass wir uns gleich verstanden haben. So, der Typ steht hier drüben. Ich habe hier einen Wagen. Was wollen wir mit dem? Ah, guck mal, wir haben Fortschritt, haben wir grün. Ist fertig. Ja. Genau, du kannst den abholen lassen. Ich brauche Verstärkung, um so, lass mal abholen, easy. Verhaftet. Wir müssen eine verhaftete Person wegbringen. Wie, wo, was? Wir haben schon wieder einen neuen Auftrag. Wo? Bist du bereit? Ja, ab ins Auto. Alles klar, ist kein Problem für mich. So, Gefangenentransport kommt, ihr holt den ab und weiter geht's. Mein Auto sah übrigens schon immer so aus, ne? Das habe ich von der Wache so mitgenommen. Das möchte ich an dieser Stelle festhalten. Aha, interessant. Platz da, die Polizei! Oh, scheiße. Wie ist denn das, wenn ich da einem reinfahre? Du kannst dich bei dem entschuldigen. Ja. Kannst es aber auch lassen. Ich habe leider einen Einsatz zu hören, tut mir leid. Eieiei, das ist ganz schön kaputt gegangen, der andere. So, einmal hier lang. Gut. Oh, scheiße, ich bin vorbeigefahren. Warte. Bist du schon da? Nee. Wie ist der Auftrag weg, oder? Der Auftrag ist weg. Ja, dann hat das schon wohl ein anderer gemacht. Oh, können wir bitte zusammenfahren? Das ist ja eine absolute Katastrophe, ey. Ja. Wo ist denn das Revier? Warte, hier hinter uns, da sind auch schon neue Autos. Okay. Einfach hier vorne stehen lassen. Ach so, hier, einfach stehen lassen hier? Ja. Okay, genau. Perfekt. Dann steige ich hier mal aus. Der müsste repariert werden übrigens. Der hat einen kleinen Schaden vorne. So, ach, nehmen wir wieder den kleinen Flitzer. Ja, der ist ja nicht schlecht. Der ist süß. Oh, mich hat jemand gegrüßt. Sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Grüße zurück. Brauchen Unterstützung. So. Wer ist verfügbar? Ja, machen wir. Besuchte Person. Gonzales Brandavia, 23, grauer Anzug. Hose, blauer Anzug. Guck mal auf die Karte. Da müsste so eine rote Markierung sein, wo wir hin müssen. Ja. Wo muss ich lang? Okay, fahr rechts. Okay. Gib Gas. Nee, warte mal, rechts ist falsch. Dreh rum. Okay. Warte, ich versuche keinen Unfall zu bauen. Oben links. Oh ja, ich sehe es auf dem Navi. Ich folge einfach eher auf, ja. Ach, du siehst auf dem Navi? Auf dem Kompass sehe ich es oben.
Ach so. Grob. Ich habe gesagt, oben links. Du fährst falsch! Oh ja, genau. Fahr geradeaus. Och nee, ey. Sag mal, was ist denn los hier, ey? Das hat ja nichts mit der Polizei zu tun. So, jetzt hier rum, dann okay. Unten rechts. Nee. Nicht hier rum? Nein. Warte. Hä? Das ist total merkwürdig. Fahr geradeaus jetzt. Immer noch, okay. Geradeaus und jetzt die nächste links. Okay. So, nächste links, dann immer geradeaus. Oh, Vorsicht. Engstelle. Eieiei. Gut durchgemogelt. Oh ja. So. Jetzt sind wir auf Kurs. Warte, wir müssen hier irgendwo abbiegen. Der hätte abbiegen müssen. Werden wir aber gleich mit Sicherheit nochmal können, oder? Nee, können wir nicht. Okay, dann drehe ich. Können wir nicht. Ist alles schlecht tatsächlich. Was? Warum? Warum fährst du in die Bushaltestelle? Jetzt beeil dich doch verdammt nochmal. Ich war doch schon. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt links. Ja. Links. Dann fährst du geradeaus bis und dann fährst du wieder links. Und dann sind wir schon in dem Gebiet. Links? Hier. Links? Ich hab. Was verstehen wir denn an links nicht? Links. Links! Ja, da ist links. Das ist da, wo der Daumen rechts ist, ist links. Ich war ja schon vorbei an links und dann. Oh. So, weiter. Weiter. Ich werde mit der Suche nach der verdächtigen Person. So, hier rechts rein. Ja, warte, da vorne. Ich fahr einfach hier so drauf. Timmy, gib mir. Ja, okay, fahr hier drauf. So, jetzt müssen wir die Matruschka hier so. Da ist sie doch, oder? Die haut doch da ab, oder? Ist sie das? Warte mal, grauer. Ja, Anzug, das ist blaue Hose, es ist sie. Das ist sie. Los, tackle sie. Polizei! Lopez und Chang Peng, Peng Chang sind auf ihrer Verfolgung hier. Sie kommen eh nicht weg. Oh, Scheiße, sie ist weggebackt. Oh, was macht sie denn? Sie macht so irgendwie lustige Bewegungen bei mir. Ich bei mir nicht, bei mir läuft sie ganz normal. Jetzt hängt sie am Auto. Keine Bewegung! So. Oh, die Drecksau weggetasert. So, hast du davon? Hättest du mal lieber angehalten. Ja, auch direkt die Handschellen dran. Ja, hau ich direkt die Handschellen ran. So, Flucht. Behalt mal den Taser in der Hand, ne? Genau, warte, ich mach dran. Für Notfall. So, warum sind sie denn abgehauen? Warum machen sie denn sowas? Also mal ganz ehrlich. Ich such sie. Ja, warte, ich muss erstmal die Handschellen dran machen. Oh, so. Die gesuchte Person wurde verhaftet. Gute Arbeit. Was, das? Weiß nicht. Du suchst sie trotzdem noch. Ja. So, Entschuldigung, eigentlich müsstest du sie ja durchsuchen. Na gut, wir sind ja in Amerika. Ich wollte sagen, ich bin doch da. Wir sind in Amerika, da ist das nicht so, nicht so dramatisch. So, was haben wir? Kaugummi, Nagelknipse, Autoschlüssel und Würfel. Na gut, das können sie behalten. So, Personalausweis. Aber Würfel ist vielleicht illegales Glücksspiel. Hier, bitte. Was? Nicht? Okay, ja, weiß ich nicht. So, was haben wir für einen Ausweis? Das ist er, die Gonzales. Das ist er, Personalausweis ist aber gültig, passt alles. Na gut. So, naja gut, jetzt haben wir die verhaftet. Dann würde ich sagen, mache ich hier, hau ich hier einen Transport und schau, genau. So, wirst abgeholt, Lady. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Das war's für dich. Warum auch immer, was sie auch immer gemacht hat. So, komm, lass zurück zum Auto gehen. Was hast du vor? Nee, das können wir. Wo habe ich denn geparkt? Hier vorne haben wir geparkt. So, warte mal, jetzt müssen wir erstmal gleich mal kommen. Ey, sag mal, der darf da gar nicht hier stehen. Der darf da gar nicht hier stehen, oder? Dann sag ihm das. Er steht auf jeden Fall schon mal falsch rum. Der steht auf dem Taxistand. Taxi, ja, dann. So. Alles klar. Strafzettel wegen Falschparkens. Abgelaufene Kennzeichen. Aber was ist jetzt mit dem Kennzeichen? Warte, ich guck. Nee, das ist in Ordnung. Position und Ausrichtung. Was muss ich machen? Parkuhr, besondere Haltezone, abgelaufenes Kennzeichen und Position. Genau, Position und dann, genau, müsste da. Ich habe hier ein Auto, das. Ich habe mal abschleppen lassen. Ja, genau. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? War nicht gut, oder was? Oh, wir haben noch einen Unfall. Wir haben noch einen leichten Unfall. Wollen wir den nehmen? Ja, klar. Ich übernehme das. Komm mit, Auto ist hier hinten. Wir können laufen. Das ist nicht so weit. 500 Meter, ich, ja, klar, ja, laufen wir das. Ist ja kein Problem. Er hat eben bei mir 21. 500 Meter, können wir laufen. Wo ist unser Auto? Wo bist du? Ja, aber, sag mal, du wirst ja wissen, wo du geparkt hast. Also jetzt. Officer Chang Peng, jetzt reißen Sie sich doch mal zusammen hier. Ja, ich bin nervös. So, wir haben, wo bist du denn? Da. Ja, Chang Peng, mit. Einmal einsteigen. Komm zu uns, gibt's hier Chang Peng? Ja. Hast du es noch reingeschafft? Ja. So, Vorsicht. Guck mal, hier wird abtransportiert. Oh. Eieiei. So, warte. Muss einmal hier rum. Wie kann ich denn die Kamera wechseln? Gut, kann man das überhaupt? Au! Entschuldigung, wollte die Kamera wechseln.
Ja, weiß ich nicht. Kann man hier nicht... Och, Mann. Und Kack aber auch. Oh, unsere Schicht ist um. Ist mir egal. Wir haben einen Einsatz. Wir haben noch einen Unfall. Wir müssen hier hin. Das, ja. Ich dachte gerade, okay, von einem leichten Unfall machen wir es zu einem schweren Unfall. Nein, nein, alles gut. So, leichter Unfall. Oh, Dirk sieht aber verdächtig aus hier, der Kollege. Mit dem Iro auf dem Kopf. Du hast da ein Iro auf dem Kopf. Zeig mal her hier dein Dings. Dein Führerschein. Da will ja mal gucken, was da los ist. Dass alles passt. Man soll ja Leute nie nach ihrem Aussehen verurteilen, ne? Das ist richtig. Aber du siehst wirklich verdächtig aus. So, 24 läuft das Dingers ab. Kannst du mal aufs Kennzeichen gucken? Wenn ich eins finde, warte. Hat da kein Kennzeichen? Doch, 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 doch. Nein, die, das eine ist abgeflogen. 6MZ763. Ja, das passt. So, Führerschein, Ablaufdatum 22. Welchen haben wir denn heute? November 22 war es, glaube ich, ne? Der ist ja am 14.06. abgelaufen. Ja, der ist dann nicht mehr gültig. Der ist abgelaufen am 14. Der Versicherungsschein ist das aber. So, zurückgeben erstmal. Gut, alles klar. Dann mache ich erstmal hier, dann kriegt ihr erstmal einen Verstoß wegen der Fahrer, wegen keinem Versicherungsschutz, oder? Weil der abgelaufen ist. Ja, genau. Versicherungsschein ist abgelaufen. Okay. Kennzeichen ist noch okay. Genau, mach mal mündlich. Deswegen, ich würde aber trotzdem gerne mal noch einen Alkoholtest machen, Kollege. Na? So. Haben wir denn was getrunken? Jetzt können Sie es noch zugeben. Wie haben wir das? 0,027. Ja, das ist okay. Erst ab 0,08. 0,08 wird er. Okay, okay, okay. Dann noch Drogen. Ich nehme nur eine Probe. Ich möchte gerne Ihren Personal. Sehen wir nicht so aus, als würden Sie Drogen nehmen, Sir, aber wir machen trotzdem mal einen Test. Aus Prinzip. Nee, hat er nicht. Gut, alles klar. Haben wir auch gemacht. Dann durchsuchen. Muss ich unbedingt durchsuchen? Unfallzeugen befragen. Komm, ich frage erstmal, was überhaupt los ist. Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. So, bei dem schon mal Versicherung. Bei meinem ist übrigens auch Versicherungsdings abgelaufen. Okay, alles klar. So, dann machen wir nochmal eine kleine Durchsuchung. Ich muss Sie bekommen ein Bußgeld wegen fehlender gültigen Versicherung. Zusammen. Wirklich? Das ist viel Geld. Wirklich? Das ist viel Geld wegen der Durchsuchung? Nee, ach so, weil hast du deinen da hinten? Genau. Sagen Sie feuchte mir, was Trauben, Wurfstern? Ja, kannst du ihn auch für bestrafen. Sicher? Ja. Ich nehme oder? Nur schnell eine Probe, warte mal, gab's Wurfstern? Nee, Springwässer gab's nur. Es gab nur Springwässer. Stimmt, stimmt. Da würde ich das sind Wurfstern nicht auch illegal? Das wird sehr hilfreich sein. Ich habe nur Springmesser. So, Unfallbericht geben, laufen lassen. Alles klar, bitte, schönen Tag noch. Na, pass auf dich auf. So, wie sieht's hier aus mit dem? Soll ich den tasern? Nee, der ist auch fein, kriegt jetzt seinen Unfallbericht und darf auch gehen. Okay, alles klar. Merken Sie sich, Officer Lopez ist in der Stadt mit Changpeng. Also, überlegen Sie sich genau, was Sie machen. Erzählen Sie das rum in der Kriminal... bei Ihren Kriminalen... Also bei den kriminellen Freunden, ne, wollte ich sagen. So, alles klar, Schichtende. Wir haben komm, Feierabend. Auf geht's. Boah, unser Auto ist ein bisschen, naja, ich weiß auch nicht so richtig. Das war von Anfang an schon so. So, Blinker, Blaulicht, Sirene, Signal tun. So, das können wir ausmachen. Kamerawechsel, hier. Oh, jetzt sitze ich drin, sehr gut. Wo müssen wir hin? Stopp, warte mal. Warte. Ich habe ein bisschen viele Zeichen da oben. Fahr mal weiter geradeaus. Ja. Die zweite Abfahrt, also am Ende, wenn du jetzt durchkommst, die Straße zu Ende ist, nach links. Jetzt links? Hier links. Kein Problem für mich. Genau, und dann sind wir schon da. Also die Steuerung auf der rechten Seite. Ist ja grandios, hier, muss man ja sagen, ne? Steuerung ist, gut, ne? Ist ja wirklich grandios. Also da haben sich ja richtig Mühe gegeben. Na gut. Aussteigen. So, perfekt. Super. So. Wo müssen wir? Ach, da hinten. Hier, da bin ich. Ja, hätte ich auch was. Ach so. Ja, was? Nee, alles gut. Ja, ja, ich wollte nur gucken. Ist das so? So, ich hätte einen Kaffee und Donut hätte ich gern, Lady. Donut liegt hier hinten. Ach so, ja, warte, dann komme ich. Ja. So, gut, Schichtende, sagst du? Ja, wir sind ja durch. Oh, scheiße, ich hänge im Stuhl fest. Hilfe, Hilfe! Der Stuhl nimmt mich als Geißel! Hilfe! Wie geht's jetzt? Stuhlgeißel. Ich setz mich hin. Aber nicht auf... Mein Partner wartet auf mich. Ich kann, nicht, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Warte halt mal kurz. Du musst warten, es tut mir leid, Mann. Ist kein Problem. Oh, du stehst neben mir im Stuhl und ich knie quasi. Der Stuhl hat mich als Geisel genommen. Kann ich mal meine Waffe ziehen und den Stuhl abknallen? 10 Sekunden noch, das schaffst du. Ja, das schaffe ich. Durchhalten. Ich kriege jetzt bestimmt auch, wie viel CP hast du? Also, das CP ist ja. 75. Charakterpunkte, ne? Verhaltenspunkte. Verhaltenspunkte, ja. Achso, Cheng. Ich bin die Ashley Cheng. Du bist Cheng Fang. Ja, genau. Fertig.
So, was haben wir denn jetzt hier? Plus 20, minus 15, weil ich einen Unfall gebaut habe. Super. Minus 5 wegen Parken, minus 5 Unfall, minus 15 wegen Einsatz. Aber hey, sonst haben wir gut abgeschnitten, glaube ich. Ja, das war in Ordnung. 330 Stadtteilerfahrungspunkte. Das gar nicht. Strafe für verlorene EP. Ja gut, alles klar. Dann verlassen, ne? Ja. Okay, alles klar. Ja, dann nehmen wir einen neuen Auftrag an oder eine neue Schicht. Ja. Wo soll's hingehen? Chester ist ein sehr interessantes Viertel, kann ich sagen. Bitte, auf geht's. Chester ist gut. Dann los. Dann geht's nach Chester. Ab in den Käse. War das nicht der Cheddar? Ja. Ach, nur für einen Freund. Aber wir können auch der den Chester-Käse heute mal nehmen, ja? Ist kein Problem. So. In Chester. Super. Polizeipräsenz zeigen, das ist ja gar kein Problem. Ja. Oh, was nehmen wir? Ey, komm, was nehmen wir heute mal? Wir hätten den hier noch nicht, ne? Welchen? Wo du vorstehst? Ja, nimm den. Soll ich jetzt wieder fahren? Na, du fährst, klar. Die Frauen sind die sichereren Autofahrer, habe ich mir mal sagen lassen. So, warte mal, man kann schon fahren hier sehen, ne? Den Polizeicomputer kann man hier nehmen. Achso, da kann man ja hier auch noch so ein paar Sachen machen, ne? Genau. Wunderbar. Mach mal Sachen. Ich mach mal Sachen. Fährst du ich schon mal los? Ja, ich fahr schon. Ich guck mal, was fährst hier so ist. So, hm? Einbahnstraße eventuell. Aber macht nichts. Hallo, ich wollte gerade sagen, ich bin von der Polizei, ich darf das. Genau. Nicht? Und außerdem haben wir heute Chester-Käse dabei. Ja. Guck mal, müssen wir da jemanden suchen. Machen wir. Finde gesuchte Person. Der Gavocic Abalerto. 33, blaue Hose. Bewaffnet? Nein. Woher würden die das wissen? Naja, zu dem Zeitpunkt... zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn mal hatten, war er es noch nicht. Okay. Ja, dann fahr mal. Was? Warum müssen wir da zurück? Nein. Fahr weiter. Ja, weil der sagt, ja, okay. Wo sind wir denn überhaupt? Warte mal, wo sind wir denn überhaupt? Ach da, ja, jetzt fährst du hier unten rum, geradeaus. Dritte rechts, sind wir da. Genau, hier rum, immer geradeaus. Muss hier einmal, der muss da mal weg. Mach mal hier, mach mal hier ein bisschen Alarm. So, dritte rechts, ne? Ist das die erste? Zwei? Ja. Ist das drei? Ja. Okay. Sehr gut. Siehst du, mir, zehn klappt noch. Seh, du lernst dazu. So, guck mal da. Na, da halt mal an hier, das Ding. Guck mal, hier ist eine Parklücke. Oder parkst halt so. Ja. Geht natürlich auch. Person hat gerade Abfall weggeworfen, die Drecksau. Lass ihn erschießen. Häckel ihn direkt. Ja. Da ist er ihn. So, warte mal, was hat der? Eine blaue Hose. Und das Hemd ist unbekannt, ja. Das sind ja natürlich super Infos. Hallo, bist du Chester? Nee, sieht nicht so aus, oder? Das ist nicht Chester. Na doch. Ist das Chester? Ich spreche den jetzt an. Sprech den festhalten. Mal an. Stell mich hier hinten hin. Ein Anfangsverdacht. Ja, ich habe Anfangsverdacht. Ich vermute... Sobald der losrennt, haue ich den von hinten footballmäßig die Beine weg. Ja. Ich halte sie an, weil sie eine Phantom schon mal. Ich widerspreche Ihnen. Die du widersprichst? Sieht mir nicht ähnlich. Ja, doch schon. Geben Sie mir mal Ihren Ausweis. Ihren Ausweis, bitte. Das bist du, Junge. Das sieht ein Blinder mit einem Krückstock, dass du das bist. Das ja ich schieße ja gleich mit dem Taser in die Fresse. Gib's zu, Mann! Das ist er auch! Na klar ist er's! So, haben wir. Scheint Angst zu haben, brauchst keine Angst vor uns haben, wirklich. Stell mich hinter den L-Formation. So. L-Formation ist wichtig. Warte mal, was hattest du denn genommen, dass ich den das sagen kann, dass er das ist? Ich will den festnehmen jetzt. Ich hab den ja gefunden. Nee, mach den erstmal. Durchsuch den doch mal. Okay, dann sie jetzt. Achso, der ist durchsucht. Ich ziel auf dich, Junge. Mach eine falsche Bewegung. Moin, zurückgrüßen. Warte, nichts, ich will den erstmal grüßen nicht? Hier. Ja, ihr grüßt ihn da erstmal. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Tschüss. Geh weiter. Polizeiliche Maßnahme, Sie haben nichts verloren. Oh, Springmesser. Und Samthandschuhe. Ah, ja. So, Handschellen anlegen. Ja. Illegaler Waffenbesitz. Mit für ein Springmesser. Ich muss Sie der ist Sie wohl bewaffnet. Ja. Bitte, Officer. Den Changpeng, mein Freund, mit der ist nicht zu spaßen. Changpeng und Francesco. Nee, wie hieß ich? Lopez? Lopez. Francesco und Lopez und Changpeng. Merkt ihr das? So, jetzt haben wir den verhaftet, ne? Ja. Und jetzt? Wo gerade? Nee, ich kann, glaube ich, so. Ich rufe jetzt die Kollegen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken einen Wagen. Gut, alles klar.
Gut, das war's. Chester ist festgenommen. Haben wir erledigt. Jetzt haben wir aber noch irgendwie Polizeipräsenz zeigen, Fortschritt in Chester und Historic Town. Wir müssen nach Historic Town. Hallo, ja. Moin, grüß dich. Hallo zurück. So, komm, wir lassen das mal zum Auto gehen. Was sagen, da müssen wir nur noch Historic Downtown finden. Historic Downtown. Das müsste ja in der Map stehen, ne? Bricht eins Fußgänger, was? Okay. Guti, das haben wir erledigt. Sehr schön. Dann Historic Downtown. Das ist quasi... Ach du Scheiße. Fahr mal geradeaus, immer weiter. Ja, Moment, ich muss hier erst rauskommen. Andere Richtung. Ja, genau. Geradeaus weiter. So, der dann Kollege blockiert nämlich alles. So. Dann fährst du rechts, links, links. Und dann nicht so viele Anweisungen, bitte. Ja, einmal rechts, einmal links. Einmal rechts. Nee, du hast links, links gesagt. Rechts, rechts links, links, links. Echt? Rechts, links. Ach ja, nochmal links dann. Genau, und dann nochmal links. So, genau, fahren wir mal da runter. Und dann müssen wir eigentlich, jetzt müssen wir schon hier in dem Gebiet gleich sein. Okay. Historic Downtown. Genau. Oh! Drecksau! Verkehrskontrolle, mach! Das ist ja? In Historic okay. Downtown. Bretter erstmal geradeaus weit durch. Weg. Komplett geradeaus durchbrettern musst du. Nicht hier rechts abbiegen, ne? Ja. Ups, hab mich vollgemasselt. Beim Trinken. Weil du so ruckartig angefahren bist. Man soll ja auch beim Fahren nicht trinken, so. Richtig. Wenn man es nicht kann. Tatü, tata, die Polizei ist da! Junge, lecko mio muchacho. So. Changpeng-mäßig um die Kurve gefahren. Oh ja. Wir driften. So. Gut, hier irgendwo müssen wir rein. Hier ja, rechts, hier. Genau. Und dann da vorne, glaube ich, guck mal, hier wurde schon was vorbereitet. Ah ja, perfekt. Oh, guck mal, der da. Schnappi, warte, ich fahr schnell weiter vor und du schnappst dir den mit der Winkerkelle. Warte. So, wir blockieren ihn. So, okay, er bleibt, klar. Wo ist. Was ist denn hier passiert überhaupt? Die Winker, du musst die Winkerkelle rausnehmen und dem dann sagen, dass er rechts ranfahren soll damit. Achso, warte. Achso, nee, warte, Winkerkelle. Handzeichen, Winkerkelle. Genau. Stopp. Dies wird ein qualmender Ausruf. Stopp! Wie mache ich das denn? Warte. Das war. Oh. Linke Maustaste gedrückt halten, genau. Sind Officer verfügbar, um eine verhaftete Person zum nächsten Revier zu transportieren? Ansonsten rufe ich den ran. Hä? Nee, rechts, hey. Warte mal. Rechts hey. Maustaste gedrückt halten. Fahren Top, genau so. Ah, jetzt. So, und der ist hier uns einfach durchgeflutscht. Okay, nicht schlimm. So. Gut, anhalten. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Ich weiß nicht, was die anderen Autos machen. So, warte mal, die will jetzt, glaube ich, an der rechten Straße ranfahren. Ja, genau, hier. Genau, die fährt da irgendwo ja, gleich, hier sollte rüber, sie hier rechts rüber. Ran. Hier rüber. Fahr da mal die Karre weg, Mann! Junge, du siehst ja, dass ja Polizei ist. Ja, gut. Sicher? Es steht doch da. Oder? Die müsste eigentlich gleich anhalten. Sie hat ja gesagt, sie fährt rechts ran, ne? Sie hat dir das doch bestätigt. Fahr rechts ran. Ich zieh dir eine rein. Ich sag's dir. Hey, hey. Fahren Sie an also ich will nicht sagen, aber die haut ab. Die fährt, schick doch mal weiter. Aber du hast sie doch bestätigt, oder? Ja, aber die fährt weiter. Hey, da vorne, guck mal, sie steht doch jetzt. Da vorne steht sie. Ja. Ich schieße jetzt erstmal die Reifen blatt, ganz ehrlich. Nee, wir haben keine Zeit. Ein schwerer Unfall. Nee, haben wir jetzt nicht hier. Quantenauspuff. So, dann. Das wieder weglegen. So, du Alter, aber der hat aber auch einen Auspuff vom anderen Universum. Notfalls aussteigen lassen, Alkohol und Drogentest. Immer gut. Ich kann so, das übernehmen. Du kommst jetzt mal hier verlassen raus. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Dokumente. Hintergrundprüfung und Dokumente. Was ist das? Achso, nee, warte mal. Fahren. Ich möchte gerne Ihren Personal. Geschwindigkeitsziel, Stopp, Schild, verdächtiges Fahrverhalten, rote Ampel, kein Blinker gesetzt. Hä? Bei Fahrzeug, da muss. Also, wenn du auf Fahrzeug gehst, so. Dann müsste da Auspuff sein. Auspuff. Ist abgelaufen. Nee. Das machst du gleich. Fahrzeug aussteigen. Zack, zack, Lady.
Sie bekommen einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Versicherung. Gut, wo bist denn du überhaupt? Ich bin noch bei unserer Verkehrskontrolle. Hier hinten steht auch noch ein roter SUV, den kannst du auch überprüfen. Was für eine Verkehrskontrolle? Wir haben eine Verkehrskontrolle. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine... Ach so, wir machen eigentlich gerade eine Verkehrskontrolle, ja. Ja. Ich habe ja einen anderen Einsatz an Land gezogen. Ja. So, jetzt zeig erst mal deinen Führerschein her, junge Dame. Ich muss nur eine Probe. So, wen haben wir denn hier? Frau Wagner, sehr schön. 24 läuft das Ding ab. Mhm. Und was haben wir hier? 7YXD25. 7YXD25. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob das noch gültig war. Scheiß die Wand an. Was denn? Kann ich dir irgendwie helfen? Warte. 7YXD25. Warum bist du denn dann? Das stimmt gar nicht mit dem Auto überein. Bin hier vorne. Ja, ja, da bist du immer noch mit der beschäftigt. Ja, na klar, der Versicherungsschein ist nicht für das Auto, was die hat. Dann, warte mal, da weiß ich gar nicht, wie das damit ist. Ob du auch einfach sagst, es nicht. Nee, wir haben keine Zeit. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Nein, kann sich jemand anders drum kümmern, Mann. Sind nicht die Einzigen, die hier im Dienst sind. So, Verkehrsanweisung geben. Wollen wir erstmal den ersten Verstoß bestrafen? Fahrzeug. Qualmender Auspuff. So, da gibt's jetzt erstmal direkt einen Strafzettel. Tun Sie einfach, $100! Kooperieren Sie bei einer Routinekontrolle. Ich kooperiere, Officer. Ja, denken Sie es nicht wissen. So, dann gibt's den nächsten Strafzettel. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Und zwar, Fahrer, kein Versicherungsschutz. So ein Ding. Nächster Strafzettel. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und wenn möglich ein Versicherungs- wird abkassiert heute. Bitte sehr, Officer. Ja, dann muss er arbeiten gehen. So, Alkohol- und Drogentest mache ich auch noch mit dir. Ein geiler Typ, ey. Habe ich richtig so 0-0? Oh, ich kriege Alkohol. So, direkt testen. Proge auch nochmal. Was, der riecht nach Alkohol, deiner? Ja, meine Tante riecht nach Alkohol. Deck den Finger in den Hals. Aber nee, 0,01. Das ist leider zu wenig. Leider zu wenig. So, Verkehrsanweisung. Was kann ich machen? Bewegen und warten? Nee, dann lasse ich die jetzt laufen, sozusagen. Ja, komm. Untersuchung würde ich jetzt mal nicht machen. Ich lasse dich laufen. Ja, die darf auch laufen. So, ich habe meine Tante fertig. Ja, ich habe hier vorne noch ein paar. Schönen Tag noch. Ja, ich komme. Kein Problem für mich. Hi. Oh, ich habe... Es staut sich hier ein bisschen. Oh, das war richtig gut, was ich gemacht habe, glaube ich. Warte, ich dich angehalten? Ach, das ist eine... Ach so, hier wird... Ach so, die haben eine... Ja? Ach so, jetzt verstehe ich das. So, was ist denn hier los? Bitte folgen Sie meinen Anweisungen und kooperieren Die, die hinter ihr stehen, ich glaube, die musst du noch rauswinken. Guck mal, ob du die so schon ansprechen kannst oder nicht. Welche? Warte, die holen wir jetzt hier erstmal. Hier, die Person meidet den Augenkontakt. Ich übergebe mal an den Kollegen. Bitteschön. Genau, komm mal raus hier. So, du. So, komm, wir gehen mal schön auf Seite, mein Freund. Hey! Ach so, das war's. Ich kann nämlich sehen. Hey! Fahren Sie an den Straßenrand. Das ist immer interessant. Ey, der telefoniert. Steck das Telefon weg. Was ist mit dir nicht richtig? Kannst du mir mal kurz das Nummernschild sagen von dem Typi hier? Ja, Moment. Das ist, 5G. Warte ganz kurz. Der hat keinen Versicherungsschutz. Der hat gar kein Dings. Ja, na, dann brauche ich ja. Dann ist ja, ne? Es sind grüne Krümel auf dem Oberteil der Person. Aha, grüne Krümel. Avocado gegessen. Hey, rechts ran. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Was denn? Bist du angegriffen? Ich dachte gerade, mich möchte die Dame hier überfahren. Aber war doch nicht. Also war knapp. Okay, das haben wir schon mal nicht. Das haben wir auch nicht. Wie viel Verkehrskontrolle, Fahrzeugschirm kontrollieren. Naja, ja, okay. Alkohol hat er auch nicht. Aber jetzt gibt es erstmal definitiv hier eine fette Durchsuchung, mein Freund. Grüne Krümel sind mehr wie verdächtig. Ja, schon. Ich kenne das mit den grünen Gekrümel. So, was haben wir? Münzentaschenuhrwürfe, Taschenmesser, Marihuana, 28 Gramm. Na bitte. Das, ja. Na bitte. Mach ich da Handschellen dran? Weiß ich nicht. So, warte mal. Erstmal müssen wir den Fahrer... Schönen Kein Tag Versicherungsschutz. So, da kriegt er erstmal den ersten Strafzettel. Was mache ich denn bei 28 Gramm Marihuana? Das ist doch Betäubungsmittel, oder? Oder ja, müsste da nicht Cannabis mit extra sein? Ja klar, ab in den Knast damit. Echt? Sicher. Die arme Sau, ey. Betäubungsmittel. Besitz von zu viel Cannabis. Oh, was ist denn zu viel Cannabis? Da kann man, warte, ich guck mal. So einen Eigenverbrauch oder was? Eigenbedarf bestimmt. Ich
28. Schlag mal nach, aber mach mal so lange weiter. Aber 28 Gramm ist, glaube ich, nicht wenig. Gefangenentransport, Verstoß bestrafen, Fahrer. Bedenke, dass der Besitz von bis zu 28 Gramm Marihuana legal ist. Oh. Ups. Ich würde Ihnen die Handschellen wieder abnehmen, wenn es ja recht ist. Sorry dafür. Also er hat ja auch nichts konsumiert, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Okay, gut. Ja. Nee. Aber vielleicht ist ein Händler. Ja, ich guck doch mal ins Auto. Das war ja nur das, was er einstecken hatte. Ja, warte. Du die eine Seite, ich die andere. Okay. Ich habe irgendwas gefunden. Fahrzeug durchsuchen. Gefunden. Was habe ich gefunden? Musst du das vorne hinten überall durchsuchen? Ich habe eine Handvoll. Hat er einen Waffenschein? Nee. Dann ist es ein Drogenhändler. So. Dann kannst du doch die Handschellen dran lassen. Er hat eine Handfeuerwaffe. Oh, unsere Schicht ist schon wieder um. Okay. Alles klar. Handfeuerwaffe. Sorry. Ey, du Drecksau! Du Dreckschwein. Bleib stehen! Wie geht's, Officer? Oh. Decken! Drecksau! Pass auf, ich werde hier noch überfahren, ey. Ich werde ihn gehorchen. Auch gar nicht mehr überfahren. Du wirst bei euch illegaler Waffenbesitz. Handfeuerwaffe, so, du bist festgenommen, mein Freund. Du kannst dich so warm anziehen. So warm kannst du dich anziehen. So. Ich rufe die Kollegen. Willst du das Auto mal abschleppen? Nee, ich lasse das Auto mal abschleppen, ja? Ja, und ich mache Gefangenentransport direkt, der geht weg. Ja, der geht direkt mit dem Knast. Direkt weg. Wir hätten ihn wegen den 28 Gramm noch laufen lassen, ne? Hätte man 28 Gramm, hätte keiner was gesagt. Aber hier... Ja, vor allem jetzt mal wirklich, hättest du nicht gesagt, lass uns nochmal das Auto durchsuchen, hätten wir ihn gehen lassen. Richtig. Deswegen, so, guck mal, aber unsere Schicht ist um, ne? Ich wollte sagen, die Schicht ist um, die Kollegen kommen und so, also, ne? Gut, dann würde ich sagen... Wir haben sehr gute Arbeit gemacht. Ab ins Revier. Guck mal, Chester und Historic Downtown ist beides wieder sicher. Ja, weil geile Bullen sind, ne? Oh ja, so. Achtung, Platz da. Machen Sie Platz. Oh nein, fahren Sie mir nicht rein, bitte nicht. Oh, herrlich. Warte mal, wo muss ich lang? Eins muss hier sehr in der Nähe sein. 143. Wir haben hier immer noch diesen Auftrag, ne? Wir haben das noch nicht abgeschlossen irgendwie. Ja. Ja, der dauert auch ein bisschen. Na gut, fast mal ins Revier. Aber ich glaube, du kannst dein Gedödel wieder ausmachen. Achso, hier ist ein Polizeirevier übrigens. Ja, aber irgendwo direkt. Oh, genau. Ach, da hinter uns. Ja, da hinter uns, so ein kleines. Ach so, es ist egal, in welches wir gehen. Ja. Was ist jetzt ein Rückwärtsrennen mit dem Tatsuki-Fahrer? Nee. Ja. Oh, weißt du, auf was ich jetzt Bock hätte? Ja. Auf Donuts. Eine schöne Pizza mit Chester-Käse obendrauf. So als kleine Belohnung für die geile Schicht hier. Ja, schon, ne? Ist doch nichts Besseres als den Chester-Käse. Wie kommt man denn auf Chester? Sag mal, wo geht denn das hier rein, sag mal? Da vorne. Da hast du aber auch wieder super geparkt, ey. Muss man ehrlich sagen. Ja. Wirklich super geparkt. Kann man nicht anders machen. Rein. Doch, da geht's rein. Hier ist der Eingang. So, da bin ich ja mal gespannt, wie die Schicht gelaufen ist hier. Moin, moin. Wir sind's nur. Kann ich mich jetzt hier an irgendeinem Computer, was für ein Großbüro. Ja, eigentlich schon. Irgendwo müsste das... Nee, irgendwie... Aber unsere Schicht ist safe vorbei. Warte mal, halt, stopp. Ich hatte gerade... Da. So, ich bleibe mal stehen, Schicht beenden. Anscheinend setz mich gerade hier hin. So. Vielleicht muss ich daneben... Ja, hier, Schicht beenden. So, perfekt. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe schon 2 Polizeisterne gehabt vorhin. Wollte ich nur erwähnen. Ich weiß gar nicht. Ich habe bei mir da noch nie drauf geachtet, muss ich gestehen. Und jetzt habe ich... Ich habe einmal -5 Punkte gekriegt wegen Verkehr. Sonst alles entspannt. Oh. Zur Abwechslung hatte ich mal, ich habe meine vollen Verhaltenspunkte noch. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Ja, weil du mit mir auf Streife bist. Weil ja, aber vorhin hatte ich das ja auch nicht. Oh, wir haben 97 extra Punkte für Polizeipräsenz gekriegt. Ich habe jetzt 3 Sternchen, tatsächlich. Wo siehst du die Sterne? Na, die 2 Sterne habe ich nur. Warum habe ich nur 2 Sterne? Partnerprofil. Achso, nee, das will ich nicht. Guti, dann würde ich sagen, sind wir aber auch erstmal fertig. Leute, ich hoffe, euch hat unsere 2 Polizeischichten gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen da, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob wir hier nochmal reinschauen sollen zusammen. Und ja, schaut gerne bei Skadi vorbei, Links in der Videobeschreibung. Bis dahin, euch einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Vielen Dank, macht's gut, tschüssi.